Hey, willkommen zurück zu Okage Shadow King, zur nächsten Aufnahmesession. Ja, letztes Mal haben wir hier aufgehört bei diesem Buch. Und ja, kann ich gleich eine Ankündigung machen. In dieser Aufnahmesession werden wir nur Kämpfe durchführen, weil ich mir überlegt habe, wir werden unsere beiden Charaktere Abby und Rosalind auf Level 10 bringen. Das heißt, diese Aufnahmesession, die wahrscheinlich in verlängerten Folgen erscheinen wird, ich weiß nicht, wie viele Folgen es werden, hängt davon ab, wie lange das hier dauert. Auf jeden Fall in verlängerten Folgen werdet ihr ja jetzt hier nur Kämpfe sehen, weil ich mir überlegt habe, halt bis Level 10 hoch zu leveln, die Charaktere, und ich werde die rausschneiden und Offscreen machen, und ihr sollt dabei sein. Und ja, weil das relativ eintönig ist, können alle anderen, die nicht interessiert, entsprechend abschalten und dann auf die nächste Aufnahme-Session warten. Weil storytechnisch werden wir hier keinen Schritt weiterkommen, also geht nur um Kämpfe, wo ich nicht mehr weiß, ob wir die überhaupt brauchen, ehrlich gesagt. Aber ich mach's, weil ich mir das vorgenommen habe. Weil Kistling halt Level 10 ist und wir auch Level 10 werden wollen. Auch wenn er wahrscheinlich Level 11 oder so wird, wahrscheinlich. Aber immer Level 10, damit wir auf dem selben Status waren, wie wir angefangen haben. Also wo er angefangen hat. Und ja, deswegen fangen wir mal an. Mit den ersten Gegnern hier, die wir zu tun haben. Wie gesagt, es geht nur um Kämpfe, nichts anderes. Wer es nicht interessiert... Was ist denn das jetzt hier? Ah. Da hat er wohl Hanigrove Analogstick irgendwie fest. Ja, okay. Wir greifen mal an. Crafty Crow. Also wir werden hier nur Kämpfe durchführen. Nichts anderem. Also, falls irgendwas erwartet von der Story oder so, ja, muss ich euch enttäuschen. Werdet ihr nicht erleben. Sondern es geht hier nur um Leveln und Kämpfe. Wird zwar noch eine Weile dauern, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, wie lange die Folgen es werden, ich weiß auch nicht, wie lange die Folgen werden, irgendwann eine halbe Stunde, 40 Minuten oder so, in dem Dreh, vielleicht, und die gucken, wie groß die werden von der Dateigröße, ja. So. Greifen wir mal diese Krähe an. Und ja, machen das jetzt. Gwynn, heißt das ja. Ich habe ja ein paar Mal gesagt, ich mag das gar nicht so, aber ja, ich denke mal, wir müssen das sowieso machen, denke ich mal. Weil er schon bei Level 10 anfängt, das heißt, ich denke mal, wir müssen auch Level 10 werden entsprechend. Damit wir flüssig weiterkommen. Und ja, es gibt halt noch dieses Buch mittendrin hier. Ich denke mal, das wird extra dafür da sein, dass man hier jetzt ein bisschen aufstuft und Kämpfe durchführt und so weiter. Kann ich hier jetzt eigentlich jetzt über abbrechen hier den Speichervorgang? Jo, tatsächlich. Gut, dann können wir da weitermachen. Ja, was haltet ihr eigentlich von dieser Grindmechanik, wie ich sie sagen soll? Ist ja eigentlich ja typisch für japanische Rollenspiele. Im westlichen Spiel gibt es das ja eher nicht. Abgesehen von Diablo, aber da ist es ja so, da hat man ja in der Regel nur eine beschränkte Anzahl an Gegnern pro Gebiet. Dann sind sie halt irgendwann tot. Also was haltet ihr denn davon? Findet ihr das gut oder findet ihr das öde oder ähnliches? Ich bin, ich hab's ja ein paar Mal schon gesagt, ich mag das nicht. Speziell bei Singleplayer-Spielen, weil es halt nur Spielzeit kostet, ja? Es ist halt nur Spielzeit fressend, aber bringt nichts, keinen Mehrwert irgendwie, ja? Aber müssen wir jetzt halt da durch, so. Wieder ein Kampf abgeschlossen. Ja, weil bei Multiplayer-Spielen, bei MMORPGs ist es ja eine andere Sache, weil da ist ja quasi ein Teil vom Spielprinzip, dass da möglichst lange Spielzeit erzeugt werden soll, damit die Leute halt lange dranbleiben und nur lange ein Abo abschließen oder halt Inventarmittel halt kaufen wegen Experience Points, Booster und so weiter. Da ist ja noch was anderes, da ist ja Grindmechanik ja Spielelement im Grunde. Was ist denn hier? Wake up, Underling! It's time for a true battle! Give me a blood curdling war cry! Go on! Keep going! Genau! Your fearsome war is... No! A war cry must assault the enemy's psyche! Miss Tabor, not put them to sleep! You shame me, slave! Na super. I've lost the will to do battle. My dark fire is dimmed. Because of you! Fight on your own! Ja, haben wir keine Unterstützung von ihm.
Ja, egal, wir müssen eh alleine auf 3 kriegen. Was haben wir denn hier für Gegner? Was haben wir denn hier? Hatten wir nicht schon mal, weiß, beim letzten Mal, weiß ich nicht. Crafty Cow, Walking Square Cow und Fierce Goat. Okay. Oh, drauf da. So. Ach, schlafen legen, wenn er meint. Oh, der ist hin. Nee, er könnte. Nee, deswegen ist eigentlich eher. Aber eigentlich typisch japanisch eigentlich, diese Mechanik von wegen Kämpfe, um irgendwann aufzuleveln. Ja, was haltet ihr denn davon? Findet ihr es gut, dass ihr dann schon so lange Zeit im Spiel verbringen könnt? Oder ist das auch so wie ich, quasi als künstliche Spielzeitstreckung, die keinen Sinn und Zweck hat, wenn man so sagen soll? So. Weil ich persönlich bin ja kein Fan davon. Aber müssen wir jetzt trotzdem machen, weil ich das als Play mache. Müssen wir uns da entsprechend jetzt durchkämpfen. Eine Weile. Wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Denk mal, kann doch sein, dass ich manchmal stiller werde, weil es relativ eintönig wird, aber. Ja, wie gesagt, ich mache es ja trotzdem auch, um das nicht rauszuschneiden, weil. Gehört halt auch zum Spiel dazu, deswegen wird nichts geschnitten. Das Spiel ist halt so, wie es ist. Das wird auch so gezeigt, wie es ist. Und das heißt auch, dass es solche Langpassagen und langweilige Folgen gibt. Ja, ist so. Es sei denn, es geht relativ fix, was ich aber nicht vermute. Ich denke mal, wird eine Weile dauern. Wir sind auf zwei Level 7 jetzt schon, aber. Naja. Level 7. Okay. Ich meine, ein Level schon mal. Aber wie gesagt, bis Level 10 machen wir. Also ordentlich noch was vor uns. Ordentlich viele Kämpfe. Damit die beiden immer halt auf dasselbe Level kommen, auf dem gerade Kiesling gestartet ist. Zumindest das ist das Ziel erstmal. Da denk mal, er wird wahrscheinlich Level 11 werden, vermute ich mal. Das lasse ich aber. Ah, glaubt, lohnt sich da vielleicht so ein Burst-Angriff? Also, wie heißt das? Ne, Overdrive hieß das, ne? Ja, warte mal, wo ist er denn? Overdrive, ganz genau, Airway. Machen wir ein Overdrive. So, Attack. Burst all enemies. So. Kissling greift auch diese Ding uns an. So, mal gucken, was er bringt hier. Naja, einen haben wir erwischt. Nicht gerade viel, wenn man ehrlich ist. Hat nicht so viel gebracht, wie wir erhofft hatte. Aber der ist wieder auch hin sein jetzt, ja. Was daneben? Das gibt's ja nicht. Das gibt's doch nicht. Was will der immer mit Schlafen legen? Gut, wenn man uns nicht angreift, auch nicht schlimm eigentlich. Wir setzen halt nur die Runde aus. Oh, der hat doch überlebt. Ja, ist auch hin. So. Gut, greifen wir den mal gemeinsam an. Nehmen wir auch noch Worten. Ach Gott, ja. Naja, aber egal. War schon so gut wie tot. Naja. Der war schon so gut wie tot. Wusste das. Ja, manchmal fällt auch ein bisschen nochmal nicht genau weiß, wie viel die eigentlich noch übrig haben an Lebenspunkten. Man kann natürlich nicht ansehen in den Gegnern, aber wäre es trotzdem eine nette Komfortfunktion. Mosalin attained Level 7. Ja, gut. Weiter jetzt. Level 7 immerhin. Wie gesagt, wir machen hier nichts weiter außer kämpfen. Wir machen keinen weiteren Story-Fortschritt. Tiny Gills haben wir noch nicht ein. Es geht nur um Kämpfe. Ja, falls ihr das nicht interessiert, wie gesagt, einfach auf die nächste Aufnahme Session warten. Ihr werdet es entsprechend sehen, wann die startet. Ich weiß es ja jetzt auch noch nicht. Hängt auch ab, wie lange wir hier halt beschäftigt sind. So. So, Overdrive. Mach doch mal her. So, und auch drauf. So.
jetzt hin. Mal schauen, was der jetzt macht hier, dieser Angriff. Einer und übrig geblieben. Naja, kein Thema. Wird ein kein Problem da sein werden. So. So, erwischt. Na, haben sie was erhalten. Ich denke mal, es wird einfach nicht ohne Grund diese ganze dieses Buch oder so geben zu speichern. Denk mal, dass man das extra dafür gedacht hat, man hier jetzt eine Weile verweilt, um aufzuleveln. Das denke ich mal, wird der Sinn der Sache sein, des Speicherstandes. Wozu sonst, ja? In der ersten Gegend hatten wir ja auch keinen, ne? In der ersten Gegend. Da braucht man ja noch keinen. Naja. Nicht so wirklich. Gegen den ersten bösen König haben wir ja noch so hingekriegt. Ja. Greifen wir mal an hier. Alle drauf da. So. So, der ist hin. So. Und den auch. Aber so effektiv. So effektiv ist er gar nicht mit Level 10. Der Kissling. Der ist gar nicht so stark. Ah, naja. So. Ja. Super. Battle Wizard Information. Jawohl. Ja, ein bisschen Geld sammeln war damit auch ein. Vielleicht müssen wir auch deswegen vielleicht auch hier kämpfen. Vielleicht nicht wegen dem Level, sondern wegen dem Geld. Kann ja auch sein, ne? Gibt's auch Spiele. Geht's eben das Level, sondern um das Geld. Gerade bei MMORPGs. Ja, wir werden sehen, ja. Also machen wir so oder so was fürs Spiel. Entweder fürs Geld oder fürs Level. Ja, wenn Level nicht brauchen, was ist das denn für einer? Ein Baum. Wie hieß der nochmal? Young Trent. Gut, wait. Wait und combine. Zusammen. Dann gemeinsam sind wir stark. Drauf da. Ja, der haut doch ordentlich rein. Ja, der auch leider. So. So und drauf da. So. Und erwischt. Ist er hin. So kann's gehen. So. Schön. Aber jetzt hier halten. 71 Geld bringt der immerhin. Gar nicht mal so schlecht. Ja, noch 100 Punkte. 70 Experience Points pro Kampf. Ja, nun kommen wir Level 8 relativ zügig. Aber ich denke mal, im dritten Weile dauern nachher Zeit. Aber jetzt hier für einer. Elefanten. Aha. Elefanten. Plucky Pachyderm. Aha. Ja. Oh oh. Oh oh. So. Oh ja. Das soll doch mal eine Nussmann nehmen. Und Abby mal kurz so heilen. Gleich. So. Ja, wird auch mal geheilt, bevor er zugeschlagen wird. Bevor er zugeschlagen wird, ja. So. Ja, habe ich mal investiert jetzt. So. So, komm her. Ja, der ist hin endlich. So, wir haben nur einer von denen, der ist auch hin. Er hat eine Truhe da lassen, hoffentlich eine Nuss vielleicht wieder. Wenn man gleich wieder reinvestiert, den man gleich zurückgekriegt. So. Ja. Ja, werden wir es öfters jetzt hier sehen. Diese Wildcat-Zank ist es nur. Na gut, okay, ist halt so. Da werden wir jetzt halt eine Weile öfters sehen. Jetzt diesen Kampfbildschirm. Aber naja, ich denke mal, das ist im Spiel sowieso so. Auch wenn ich nicht genau weiß, ja, muss ich auch zugeben, aber ja, ich könnte jetzt riskieren, einfach weiterspielen, irgendwann auf einen Kampf treffen, den wir nicht gewinnen können. Oder wir machen gleich vorsorglich ein paar Level gut
Und dann meint er mir ja Probleme im Idealfall. So. Out. So. So, der ist hin. Oh ja, hä? So, und weiter drauf. So. Greift er jetzt an? Ah, er, ihn greift an, na gut. Wir haben mit Elefanten zu tun hier. Oh, so ewiges. Mit bunten Rüsseln. Komische Gegner-Design hier. Komische Gegner gibt's hier auf jeden Fall. In dem Spiel. So. Ja. Schön. Weiteren Kampf abgeschlossen. Yeah. Ach so, mit Level 8 aber relativ zügig hier soll ich erreichen. Ja, sind jetzt bei 400. Also, das geht rein noch ziemlich schnell. Aber wird halt immer langsam, wird immer länger dauern, leider. Ist halt so. So. Weiter geht's. Slave, now facing the enemy, I want you to answer. What are the fundamentals of combat? Be calm. You choose that one. And? Be cool. It's about fighting, remember? Now, and? And go to sleep, yeah. The basics for fighting are be calm, be cool, and go to sleep. Warm boy, trying to be funny, eh? I will laugh out loud when the enemy squashes you. Da! Ja, konnte natürlich nicht funktionieren, aber ich weiß auch gar nicht, was man antworten soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine logische Antwort gibt oder man um die Ecke denken muss bei diesen Fragen. Keine Ahnung. Aua, immer auf Rosalind drauf hier, hä? So. Komm her. Drauf da. Ach, Vergiftung. Aua. So, jetzt haben nur noch, bleiben die nur die übrig. So. So. Der ist hin. Aua, der haut ganz schön rein hier, dieser blöde Elefant. So. So, komm her. Gibt's doch nicht. Oder denn, wir machen den im Bending Platz. Also. Ah, wieder eine Truhe dabei. Schön. Jupp. Ja, aber die Kämpfe sind eigentlich auch nicht so anspruchsvoll bisher gewesen. Nochmal Wildcats Fang. Was macht er das nochmal? Muss ich auch nochmal gucken. Am besten, sie guckt jetzt. Wildcats Fang. Was war denn das? War nicht unten irgendwas? Wildcats Fang. Fang auch small, but formal a beast. Bringt er. Ach, er verbessert unsere Attacken, also unseren Angriff um ein. Aber ich lasse doch mal so, was die haben. So, und weiter geht's. Bin wieder aufgeladen und weiter geht's zum nächsten Kampf. Wo immer der lauert, da lauert er schon. Auf Raschalarm und zwar nicht viel, nicht wenige von denen. Uff, was ist denn das für eine Aktion hier? Wieder, machen wir mal Overdrive mal wieder. So, komm her. Burst all enemies, ja, und hier, der Rest greift trotzdem mal an. Dass ich greife einfach irgendwie zufällig bin an. Nehme ja nicht mal Lebenspunkte, ey. Zwei. Der war schon tot. Ja. Mir nie mehr viel übrig geblieben. So. So, das war dann nun. Aber ein bisschen was erhalten. Ja. Da blieb nicht mehr viel übrig von denen. Wenn man ehrlich ist, ein Angriff, die waren hin. Ja. Drei Nüsse. Wow, das hat sich ja mal gelohnt, wenn man ehrlich ist.
40 Experience Points, nicht so viel leider. Bei der Anzahl der Gegner hätte man ein bisschen mehr erwarten können. Immerhin waren 10 Stück, ja. Aber wir nicht ausgehalten haben, aber 10 Stück. Ja, 10. Lass uns mal auf der Zunge zergehen. 10 Gegner auf einmal. Gut, wir waren auch zu dritt, aber trotzdem. Ich glaube, gegen die lohnt sich der Overdrive auch. Aber das denke ich mal. Overdrive. Ich nehme mal Kissling. Als dass der mit dem ausführt. So, Burst all enemies. Und Rosalind greift einfach irgendeinen an. Oh, gucken wir mal, was ist das denn? Ja, das war doch mal was. Das war doch mal was eigentlich. War gar nicht mal so schlecht, denke ich mal. So. Hoch. Da auch hin. Ja. Und tot. Ja, Stan. Er kann sich auch freuen. Er kann wieder mitmachen. Hoppla. Schluck auf. Nochmal blöd in der Aufnahme. Schluck auf. Oh, kurz verschluckt. Naja, ist ja eigentlich Schluck auf. Immer kurz verschluckt ist der Schluck auf eigentlich. Lalala. Ach, kann auch eigentlich noch eine Runde machen hier, ne? Naja. Wo seid ihr denn? Gegner! Ich suche Gegner! Immerhin kann man sie hier ausweichen, wenn man will. Ja, ist ja auch ein Vorteil gegen anderen Spielen. Dann spielt Tony einfach auf, dann bist du dann plötzlich ein Blödchen drin. Ach, hier wieder, was ist das wieder für Krähen hier? Ach Gottchen. Komm her. Greifen wir mal wieder alle an hier. Jeder ein. Ah, einer ging daneben, na. Naja, gut, da ist das halt so. Oh, na. Ging auch noch ziemlich gut. Ja. Das ging doch auch ziemlich gut, wenn man ehrlich ist. Supi. Battle Leader Information. 33 Geld, na, das war nicht so viel. Naja. Langsam aber sicher kommen wir ja dem nächsten Level näher. Ja, langsam wird's, wie gesagt, immer langsamer leider, das ist das Problem, ne? Wird immer länger dauern. Ach, hier ein paar Ratten übrig, da ist wieder Zeit für einen Burst. Also für Overdrive. Ja, der kann ja so angreifen, meinetwegen. Ja, pass auf. Heavy Overdrive zu Rosalind diesmal. Dann darf die mal die Maus toben. Aua! So. Oh ja. Da lohnt sich gar nicht mehr. Der wird vergiftet. So. Oh, guck mal her. Lohnt sich gar nicht mehr so wirklich. Aber naja, gut. Haben wir trotzdem erledigt. Trotzdem erledigt, diese blöden Ratten. So, schön. Purging Stone. 30 Geld. 681 Experience Points. Sei ja einmal hingekommen. Bei 700 immerhin. So. Ach ja. Oh, da kommt der nächste gleich. Ach, das sind immer dieselben Gegnergruppen vor allem. So, dann lohnt sich glaube ich wieder Burst, glaube ich. Warte, diesmal soll Dings mal warten. Overdrive. Rosalind nochmal. Damit man nochmal richtig raustoben kann. So. Rosalind. Burst all enemies. So. Ja, bleibt nicht mehr viel übrig. Aua. Tut doch weh. Blöde Mistviech.
So, die Ratte ist erledigt. Die Ratte ist immer. Diese doofe Ratte, so. Ja, ja. Oh, wir müssen aufpassen hier. So. Okay, hat den auch noch. Aber sind die versagt verletzt, ey. Diesmal. Ja, wie gesagt, ein bisschen Inventar sammeln wir ja auch noch nebenbei ein. Was verkaufen müssen im Spiel im Laufe der Zeit? Ich weiß nicht, kann nur böse sein, wenn wir zu viel von irgendwas haben. So, haben wir hier. 743, naja, immerhin. Muss ich nochmal mich heilen, weil Abby. Das Problem bei dem Spiel ist, wenn Abby nämlich K.O. geht, ist das Spiel vorbei. Ja, Abby als Hauptcharakter darf in einem Kampf nicht K.O. gehen, sonst ist das Spiel gelaufen. Die anderen ist alles egal, aber Abby darf halt nicht K.O. gehen. Das ist ein bisschen blöd eigentlich, auch obwohl man einen Stein-Survival hat, um den wiederzubeleben oder wieder zu retten. Ist komisch deswegen eigentlich. Aber naja. Oh, mal drauf da. Oh, das war doch mal ordentlicher Schadenswert hier. Oh, no, da natürlich gleich nochmal drauf. Hier aber auch. Wir sammeln auch nochmal unsere Bündenkräfte. So. Und nochmal. So. Erwischt. Du kannst weitergehen. So kann weitergehen. Und so wird auch noch eine Weile weitergehen. So. 71. 818. Naja. Hat ein bisschen was gebracht. Hopp. So. Ich glaub der Kissling ist auch gleich auf dem nächsten Level, ne? Wie auch nicht mehr wie vor. Weil ach die immer wieder nach längerer Zeit. Ah. Da können wir alle angreifen. So. Jetzt mal hin. Jetzt mal wieder jemand schlafen. So. Ja, hä? Huh? Der ist hin. Dann wieder jemanden schlafen legen. Naja, wir wollen auch nicht schlafen, wir wollen hier kämpfen. Ja, der hält auch ein bisschen mehr aus. Aber nicht ganz so viel. Aber nicht. Aber er hält nicht genug aus, sagen wir so. So. Super. Ich kriege den nächsten Kampf abgeschlossen. Ich will gerne mal den 64, ja. So 800, ja, gleich sind wir auf Level 8. Immerhin schon mal auf Level 8, ey. Schon mal gut, Hälfte der Strecke, ja. Ach, das wird aber auch noch eine doppelte Zeit brauchen. Ach, schon wieder, ey, diese blöden Viecher. Ach, verdammt. So. Haben wir Overdrive. So. Ja, komm her, hä? Naja. Bum, bum. Ja, haben nicht angegriffen, Abby. Gut, gut. So. Ja, erwischt allesamt. Schön. Weiteren Kampf abgeschlossen. Ja, da freuen wir uns über unseren Sieg. So, 54. Ja, gleich sind wir beim nächsten Level angekommen. Schön. Da müssen wir mal hin, ne? Ja, da hinten. Ja, ich denke mal, wie gesagt, ich denke mal, aus diesem Grund gibt es das Ding hier einfach, ja, weil das einfach dann sinnvoll klingt, ja. Wenn man hier entsprechend diesen Ort nutzt, um entsprechend aufzusteigen. Well, Slave, I need the catchy title for my World Conquest. Let's see if you have any wit. Well, jetzt war ja falsch. And nightmarish. Raging. And then. Dictator!
A nightmarish raging dictator, right? Not bad. I like it! That's the way to go! For that I will smack them around some, for you! Ja, da sind wir mal richtig gemacht. Ja, was für ein Erfolg, ja. Bei hilft ja Stan Owen bei. Ja, der macht gleich einen Angriff. Ja, das war schon mal ordentlich was, ne? So. So, und drauf da. Da hat Stan gleich mal mit angefangen und mal alle gleich mal ein bisschen verletzt. War nur der eine in dem Fall, aber nett. So, nochmal warten, auch wenn wir ihn gar nicht brauchen, aber naja. So, komm her. So, und erwischt. Da dahin. Ja, lief doch ziemlich problemlos. Ja, er ist das Problem, der hält gar nicht so viel aus. Aber die anderen beiden, die sind relativ, die haben relativ starke Verteidigungswerte. Oder starke Rüstung zumindest, sagen wir so. An der Rüstung liegt das ja größtenteils auch. Weil die Werte selbst sind ja nicht so unterschiedlich. Obwohl, doch. Abby hat 9 und Rosalind hat 14. Kiesling hat 16. Abby attained Level 8 und learned Knight. Aha. Haben wir denn jetzt hier? Was haben wir denn? Das ist, glaube ich, ein Spezialangriff, ne? Knight. Enemy Group. Cast Sleep Spell. Da könnt ihr auch einschlafen. Ja, warum nicht? Interessant, ja? Interessant. Interessant. Lalala, da geht's. Und hier haben wir das Level erreicht, immerhin. Ah, hier ein paar frische. Das ist Zeit für. Wie? Du weißt schon, für was. So. Special Overdrive. Jop, machen wir mal. So. The All Enemies. Viel Spaß damit. Aua. So, sagen wir mal zurück. Machen wir ein paar platt am besten. Ja, alle auf einmal. Geht natürlich auch, ja. Ja, das lief doch mal ganz gut, würde ich mal sagen, ne? Das lief doch ziemlich gut, ja, das war doch toll. Zwei Nisse erhalten, das heißt, wir können uns langsam mal wieder heilen. Rosalind attained Level 8, ja, super. Super. So. Okay.